schaffen, dass die Mittel Sicherheit besser ausgebaut werden. Vielen Dank. Herr Schürtheis, die NRW-SPD fordert beste Bildung für alle. Jetzt gleichzeitig sind in den letzten beiden Jahren durch die Exzellenzinitiative deutschlandweit 9 sogenannte Elite-Universitäten geschaffen worden, wie zum Beispiel auch die RWTH Aachen. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Und welche Einflussmöglichkeiten der Kommunalpolitik sehen Sie, um zu gewährleisten, dass sowohl die Lehre als auch die Forschung und die allgemeinen Studienbedingungen der Studierenden an der RWTH Aachen exzellent werden? Ja, zunächst mal vielen Dank, dass diese Veranstaltung durch die Juso-Hochschulgruppe hier durchgeführt wird. Das sage ich als örtlicher Parteivorsitzender. Unsere Juso-Hochschulgruppe ist ein starkes Stück. Aachen SPD. Herzlichen Dank. Nun zur Antwort. Die kommunalpolitischen Einflussmöglichkeiten sind natürlich nur vergleichsweise gering. Was wir als Stadt tun können, ist die Rahmenbedingungen für ein gutes Studium zu bieten. Das gilt für guten Wohnraum, für preiswerten Wohnraum, für gute Angebote im öffentlichen Personennahverkehr, dass man zwischen Wohnort und Studienort schnell und gut beweglich ist. Das gilt für den Freizeitbereich, für den Sport, für den Kulturbereich. Aber wichtige Angebote, die auch die Attraktivität eines exzellenten Hochschulstandortes ausmachen. Und wie gesagt, es geht um exzellente Hochschulstandorte, nicht um Elite-Universitäten. Die SPD ist nach wie vor der Meinung, dass eine Hochschule insgesamt nicht elitär sein kann, sondern dass sie in wichtigen Bereichen in der Forschungsspitze ist, wie die RWTH Aachen, aber insgesamt gutes Angebot in Lehre und Forschung anbieten muss. Und zwar in allen Disziplinen, in allen Fächern und nicht nach den Fächern unterschieden, wo viel Drittmittel eingehen. Das macht eine exzellente Hochschule aus, dass alle Fächer auch finanziell gut ausgestattet sind. Eine zweite wichtige Voraussetzung ist, du hast eben erwähnt, wir werden nachher noch einen Blick aufs Campusprojekt werfen, dass wir die Frage stellen, für wen machen wir das? Wir wollen, dass das Campusprojekt, das ja 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen soll, ein Projekt ist, an dem die jungen Menschen in unserer Stadt und Region profitieren sollen. Das heißt, wir müssen alle Bildungspotenziale in dieser Stadt und dieser Region mobilisieren, dass sie davon auch profitieren, dass es dieses Angebot gibt. Das heißt dann auch gute Angebote über die ganze Bildungskette von der Kindertagesstätte bis zur Uni und bis zur beruflichen Bildung. Ich will noch ein Wort sagen zu dem Bologna-Prozess. Die SPD, ich bin ja Sprecher in der Landtagsfraktion für diesen Bereich, hat beschlossen, dass wir in der Tat die Strukturen nicht in dieser Starrheit halten dürfen, sondern dass wir auch die Länge der Studiengänge, der Bachelorstudiengänge insbesondere, überdenken müssen, damit Flexibilität und damit Europatauglichkeit und Europakompetenz erworben werden kann. Ich empfehle, unser Papier Gute Hochschulen durchzulesen, dann werdet ihr und werden Sie sehen, wofür die NRW-SPD im Bildungsbereich, im Bereich Hochschule steht. Herzlichen Dank.